Na dann wollen wir mal weitermachen. Wir waren jetzt stehen geblieben beim Jagdfieber. Na, schätze ich mal. Gucken wir mal, was ist jetzt davon am nächsten? Wunschbrunnen ist da oben. Der Blick aufs Meer. Das ist gleich hier unten. Das können wir gleich als erstes. Suchen Sie nach der Höhle unter dem Leuchtturm. Hier in dem Brunnen waren wir ja schon mal drin, da war dieses Zombie-Kind. Dann haben wir nach der ewigen Tauchtour. Kyle, bist du da? Eski? Verflucht, ich kann dich kaum verstehen. Aber hör zu, ich hab's geschafft. Ich hab Troy gefunden. Danke, Kyle. Sie hat mir von... Eski? 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 Verdammt. Die Verbindung ist ja schlecht, aber gut, Eski hat's geschafft. Ich dachte schon, ja, die ruft ich an. Habe gute Nachrichten. Gute Nachrichten? Das wäre ja eine schöne Abwechslung. Eski lebt. Sie ist auf dem Weg zum Turm, dem sichersten Ort in Harran. Sie ist bei meinen Freunden. Wirklich? Die Mutter sei gepriesen, Kyle. Gepriesen sei ihr Name. Naja, in der Stadt ist man auch nicht sonderlich sicherer als hier. Hä? Was wollte ich eigentlich gerade sagen, als ich dann unterbrochen wurde von der SG? Ja, da war das mit dem Brunnen. Da sind wir dann ewig weit getaucht und dann kamen wir raus an einer Stelle, wo so ein kleines Camp war von einem Mann, der halt die ganze Zeit Lebensmittel geklaut hat für sein Zombie-Kind. Na? Falls ihr euch noch daran erinnert. Der Mann ist dann aber gestorben, weil die dachten, das wäre eine Bestie, die ihnen die Vorräte klaut. Und dann haben sie auf die Bestie, glaube ich, geschossen oder irgendwie sowas. Da ist er dann leider gestorben. Traurige Sache, dass der die ganze Zeit über sein Zombie-Kind dort gefüttert hat. Wertvolle Ressourcen an einen Zombie verschwendet. Und dann am Ende noch dafür gestorben. Naja. Könnte mir schon vorstellen, dass es für manchen, wenn das jetzt eine reale Situation wäre, ja, dass es dann für manche Leute schwer wäre zu akzeptieren, dass ihre Kinder jetzt nicht mehr ihre Kinder sind, sondern halt untote Bestien. Suchen die nach der Höhle unter dem Leuchtturm. Jetzt kann ich, ob ich da runterspringen soll oder erstmal beim Leuchtturm suchen soll. Oh Mann. Oh, ich bin doch an dem vorbeigerutscht, dachte ich. Ich dachte, ich wäre an dem vorbeigerutscht, ey. So mies. Alter, wie der hier Steine hochschleudert. Guck mal, den Leuchtturm könnte man vielleicht hochklettern. Bringt uns das was? Das ist eine Sicherheitszone. Ist der Leuchtturm der Sicherheitszone? Ne, daneben ist eine hier.
mich mal interessieren. Kommt man da hoch? Und wenn ja, kommt man dann auch wieder runter? Und ich kann hier aufmachen. Bringt mir das, wenn ich jetzt hier hochkomme, dass ich nicht mal aufmachen kann. Herrlich. Herrlicher Bockmist. Wo bin ich denn reingekommen? Da. Leute? Seid ihr so freundlich, hier wieder rauszuklettern? Soll ich denn die gleich runterspringen? Kommt man hier nicht hoch, ha? Ich wollte richtig aufs Dach des Leuchtturms. Das wird wohl leider nichts. Frage ist jetzt, wie kommt man wieder runter? Ist hier irgendwo etwas, wo ich hinspringen kann? Nein? Nein? Warum bin ich hier hochgeklettert? Das ist gut. So ist gut. Wo spawn ich jetzt? Wo spawn ich jetzt? Ich will den ganzen Weg herfahren. Bitte, bitte spawn irgendwo in der Nähe. Ja, Gott sei Dank. Oh, gut, dass wir den Safe Point hier freigeschaltet haben. Okay, also. Höhle irgendwo unterhalb des Leuchtturms. Folgen Sie dem Hinweis. Jetzt konnte ich mal wieder Hinweis aussah. Können wir den nochmal irgendwo nachlesen? So, lauft, Knaben, lauft. Doch eine Flucht wird misslingen. Weit droben das Wasser. Ein Licht auf dem Wasser ist der Leuchtturm. Die flogen, flogen, flogen. Da oben weit runterspringen oder was? Was meint ihr damit? Die flogen, flogen, flogen. Headshot. Hier? Oh, hier! Guck mal, da ist eine Kiste. Und sind das Fallen? Sind das Explosionsfallen? Kann man die vielleicht
auslösen. Oh, ein Revolver. Der ist für uns. 6 Schüsse, ist das der? 419 ist auch nicht so super stark. Das geht. Ich glaube, hier gibt es noch einen zweiten ein diesen Ausgang, kann das sein? Oh, das ist ein ganz schön langer Tunnel. Wo führt der hin? Ich glaube, das ist der normale Weg, über den man hätte reinkommen sollen. Ich habe übelst Glück gehabt, dass ich den anderen gefunden habe. Der andere ist dann quasi der Ausgang. Ja. Kein Schimmer. Wir gehen einfach da raus, wo wir reingekommen sind. Ich fange jetzt nicht an, hier irgendwo auf gut Glück. Ah, guck mal, von da oben. Könnte sein, dass man von da oben hier hätte reinspringen sollen. Oder? Man hätte von da oben reinspringen können. Wie auch immer man da oben hinkommt, weiß ich nicht. Hätte man dann hier reinspringen können und dann von hier aus da lang. Das war wahrscheinlich der normale Weg, wenn man den Hinweisen gefolgt wäre. Ich habe die Hinweise anscheinend völlig falsch verstanden und habe den Ausgang gefunden. Statt den Eingang. Aber es ist ja das Gleiche im Endeffekt dann. Hier erstmal unser Auto zurück. Und nächste Quest. Wunschbrunnen. Ist die ganz da oben. Lustbett. Es ist recht nah. Und unter der Erde. Da oben. Oh, da ist ein Nest. Da ist ein Nest. Ich würde sagen, wir machen erstmal das Flussbett. Nicht wahr? Ja. Wie komme ich jetzt da wieder hin? Das ist ja ein Berg hoch, ne? So. Enterhaken geht nicht. Versuch den zu benutzen, aber er greift nichts. Ich will doch nur diesen Berg hoch, damit ich da mein Auto holen kann. Kann ja nicht so viel verlangt sein. Hier lang. Ich kann ja nirgendwo meinen Enterhaken benutzen. Ich weiß nicht warum. Die wollen nicht, dass man hier hochläuft. Uns das Auto und fahren wir zum Flussbett.
Haran Lighthouse. Leuchtturm. Ah, hier ist auch noch ein Wettrennen. Die Wettrennen, wie gesagt, die machen wir, denke ich, morgen. Da fühle ich mich noch nicht so richtig ready für. Aber wo ist das Radio zum Auto zurückrufen? Da muss doch immer ein Radio sein, ne? Ja. Buggy! Suchen Sie nach der Höhle unter dem toten Baum. Okay. Fehler, ne? In der Straße nicht zu gehen. Ich riskiere es. Ja! Manchmal muss man einfach auch nur ein bisschen Spaß haben, oder? Oh Gott, da geht's ins Wasser. Ach, ins Wasser gefahren, schon blöd. Naja. Kann man das noch irgendwie retten? Ja. Das Bett. Oh, ist doch noch ein bisschen weiter weg, als ich dachte. Nee, dann laufe ich nicht. Dann fahre ich. Aber wie komme ich da lang? Ach Leute. Warum kommt ihr jetzt gerade wieder angerannt? Ich habe doch gar keinen Lärm gemacht. Niemand ist explodiert. Wie komme ich da jetzt hin? Ich kann doch hier nicht lang fahren. Wie soll ich das machen? Gerade so mit Affen. Fuck. Na gut. Ja, irgendwie geschafft. Irgendwie geschafft. Und jetzt hier rüber, ne? So, Flussbett, toter Baum. Oh, hier ist doch draußen was, oder? Da ist doch was. Guckt mal hier. Kann man ganz klar lang klettern, das ist doch nicht so zum Spaß da. Das ist doch nicht zum Spaß hier.
das ist das Gebiet am Anfang, wo man reingekommen ist. Nee. Oder? An welcher Stelle ist man hier überhaupt in diese Map reingekommen? Das war doch auch hier so ein Bereich. Nee, ich habe das Gefühl, hier muss schon was sein. Warum sind hier so viele Kletterstellen? Da lang. Oder sollen wir doch da hoch irgendwo? Das Gefühl, hier sind wir damals in das DLC reingekommen, kann das sein? Ich glaube, ja, hier sind wir reingekommen. War unser Eintritt in dieses Gebiet. Oder? Oh, da ist ein großer Baum. Wenn der tot ist, dann ist das genau der, den wir suchen. Warte mal, ist das die... Das ist ja auch hier, wo der, wo das Nest war, ne? Da hatten wir so eine Quest, da sind wir runter, haben den Jäger gesucht. Und der Jäger wurde da unten gerade verwandelt. Muss das hier der Baum sein? Ganz tot sieht er nicht aus. Aber ganz lebendig auch nicht, wenn ich ehrlich sein soll. Und unter dem soll... Die Höhle unter dem toten Baum. Die meinen jetzt aber nicht die Höhle von der Quest, oder? In der ich schon mal war. Oh, da hängt ja einer. Welche Höhle meinen die? Aber ganz ehrlich, die meinen doch jetzt nicht diese Höhle hier, oder? Die von dem Jäger. Wäre doch merkwürdig, wenn sie die hier meinen. Doch, die meinen die? Die meinen die von der anderen Quest, die Höhle? Hä? Und da drinnen soll was sein? Wir waren doch aber schon hier drinnen. Wir waren hier drinnen und haben den Jäger erlöst. Er sollte sich hier gerade in einen Schattenjäger verwandeln. Aber irgendwie sind wir auch falsch. Wir sind... Er zeigt wieder nach oben. Guck mal, hier ist irgendwo noch so ein kleiner Abschnitt. Der hier? Nee. Wie soll man denn da hinkommen? Nee, das ist auch wieder falsch. Folgen Sie dem Hinweis. Was für ein Hinweis? Welchem Hinweis sollen wir denn folgen? Hm. Verstehe das gerade nicht ganz. Als sie erwachten am nächsten Tag, brachen sie auf in Richtung Westen. Doch was sie aus dem steinigen Flussbett erhob, war nicht zu ihrem Besten. Ein Berg ragte empor vor ihren Augen. Das Wasser teilte sich ohne Klagen. In der Höhle erwachte das tote Mädchen. Sie hörten ihr Herz laut schlagen. Soll ich jetzt nach Westen laufen oder was?
bin sehr verwirrt. Oder was? Kletter doch mal hoch! Doch nicht. Irgendwas ist ja merkwürdig. Ich habe nicht die richtige Höhle erwischt. Hier? Hier! Ich höre ein Baby. Ich sehe es sogar. Ja, nee. Mit sowas spiele ich nicht rum. Da wird kurz ein Prozess gemacht. Zombie-Babys sind das Allerschlimmste. Ah, hier. Noch so ein Revolver. Schnellschütze. 6 Schüsse. Die sollte ich vielleicht dann mal in unsere private Truhe stecken, damit wir nicht aus Versehen verkaufen. Das nächste ist jetzt alles da oben, ne? Also ich glaube, eins war hier und eins war da. Können wir mal kurz zum Yazgir zurückgehen? Oder Yazgir? Und die Waffen kurz ablegen. Aber die Absturzstelle war auch irgendwo hier in der Nähe, ne? Absturzstelle. Die ist gleich hier um die Ecke. Wollen wir die Absturzstelle gleich mitten machen? Ja, komm, wenn wir eh schon hier in der Gegend sind, gehen wir jetzt die Abflussstelle erstmal machen. Ganz kurz vielleicht schauen, ob wir was hier verkaufen können. Weiß ich nicht, ob da einer drinne sitzt. Und dann gucken wir uns mal die Abflussstelle an.